Alter, der drückt mich hier rückwärts weg. Alter! Alter, lass das! Was soll denn das? Ich habe echt Burnout-Syndrom gerade zwar hart. Wieso verhaften die ihn jetzt nicht gerade? Oh, Mustang. Wenn ich den Mustang rammen. Wieso kennt die Polizei denn nur solche Methoden? Was stimmt mit denen nicht? Das Lustige ist, es gibt einen VW Käfer, der manchmal unterwegs ist im Spiel, und wenn er im Beifahrer drin ist, hat er die Synchronstimme von, ich glaube, Justus Jonas von 3 Fragezeichen. Und Bob Andrews von 3 Fragezeichen hatte halt einen VW Käfer. Das ist ein kleines Easter Egg, das ich mal gesehen habe, das fand ich großartig. Aber Lautstärke von Stimme zu Spiel passt soweit? Ist das okay? Schreibt dabei bitte was zu. Wenn ich das jetzt zwischendurch teste, dann unterbricht das den Stream. Das wäre ein bisschen schade. Mit dieser so. Fähigkeit es gibt Dinge zu erledigen. Der König der Stadt. Gran Torino jetzt erhältlich. Nice. So, ich bin der König der Stadt und ich will zu... Warte, da ist ein Polizeiauto. Sollen wir einfach mal Streife fahren? Okay, was gibt's? Wir haben da links sind böse Jungs. Mann, wir dürfen die Bullen nicht zu dem Treffen führen. Warum? Jerichos Leute kümmern sich schon drum. Ja, ja, ihr jagt die, ich jag ihn. Ich lande einfach auf ihn. Dafür habe ich meine Kaffeepause abgebrochen. Jo, passt so. Dankeschön. Das ist sehr gut. Willkommen übrigens, Sunny Sunny. Schön, dass du dabei bist. Das war klasse. Jetzt habe ich im Stream geguckt, ob da noch jemand Neues ist und dafür, naja. Filmherausforderungsfreischaltung? Okay. Genau, lass uns über die Burgerbude quatschen. Oh. Ich hab mir so gedacht, das könnte knapp werden. Ich bin trotzdem noch reingefahren, das war ziemlich dumm. Ich mag das Auto im Ford Crown Victoria. Ist nice. Sogar noch ein Rahmenwagen. Verdammt! Ich hab meinen Kaffee verschüttet! Ist okay, ist okay. Ja, wieso hältst du immer noch einen Kaffee in der Hand? Und wie? Alter, unsere Karre lächelt schief und du hast einen Kaffee in der Hand. Okay. Der wäre fast aus der Zone rausgefahren. Da war ein Trans Am. Nice. Besser als jeder Schreibtischjob, stimmt's? Okay, jetzt. So, schön seitlich. Kann ich hier nicht einfach mich vor den stellen oder so? Muss ich den denn so... Muss ich den rammen? Ich meine, kann ich den nicht einfach anhalten? Könnte ich vielleicht auch mal effektiv arbeiten? Das ist die nächste Frage. Das hab ich gemerkt. Also rechts Fußgänger auf der Straße und ich einfach... Das ist der perfekte Zeitpunkt. Und ramme einfach in die Crowd. Das ist ziemlich, ziemlich krank. Hier werde ich helfen, mir die Kaffeepause zu versauen. Hast du Twitch vor ein paar Monaten mal ausprobiert? Ich soll den VW Käfer suchen. Okay. Das ist jetzt offiziell ein Polizeieinsatz, den VW Käfer zu suchen. Wir wollen die 3 Fragezeichen haben. Ich weiß nicht, ob die mit der Zeit erst an mehr Autos kommen oder ob es daran liegt, wo man ist. Ach, ich bin im Dienst, tut mir leid. Ich glaube, mein Auto ist gleich Matschepampe. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Also ob ich jetzt erst noch ein bisschen spielen muss, damit der Käfer freigeschalten wird, oder ob ich in die richtige Gegend kommen muss. Schon wieder. Hast du das geübt?
Ich habe ihn zuletzt auf jeden Fall gesehen in der Gegend da bei... Ah, der Golden Gate Bridge. Ich glaube, unser Auto ist gleich matschig. Ja, Matsch. Das siehst du schon ganz richtig. Er klingt jetzt auch nicht mehr so glücklich, ehrlich gesagt. Aber ich denke, wir können in jedes beliebige Auto wechseln. Deshalb liebe ich es, Polizist zu sein. Weswegen genau? Das wüsste ich jetzt gerne mal. Ich denke, wir nehmen den, der sowieso schon abgeschleppt wird. A und D drücke ich wie irre. Okay. Neon-Patrouille. 10 Liter auf 100 Kilometer geschafft, Brandon. Das ist nordamerikanischer Rekord. Mach dich lieber auf eine Enttäuschung gefasst. Was meinst du damit, Brandon? Ich mag die Sprüche. Okay. Sie freut sich über die Sparsamkeit ihres Neon. Und ich so. Hoffentlich hält er es aus, wenn ich damit einen Charger platt haue. Kann man Schmerz recyceln? Probier's mal. Kann man Schmerz recyceln? Alter, wie sich das Spiel darüber lustig macht. Okay, aber wir könnten auch in was Sinnvolles wechseln. Ja, das klingt schon besser. Jetzt ist es ausgeglichen. Jetzt fahren beide Charger. Du willst durch die Leute fahren? Alter, der drückt mich hier rückwärts weg. Alter, lass das! Was soll denn das? Ich habe echt Burnout-Syndrom gerade, und zwar hart. Wieso verhaften die ihn jetzt nicht gerade? Oh, das ist ein Bus. Oh nein, Polizei! Vielleicht kann ich ja noch rückwärts verfolgen. Nein, kann ich nicht. Ich krieg rückwärts nicht gelenkt. Wo ist er jetzt hin? Da geradeaus. Okay. Erstmal rammen wir die Bullen weg. Und dann rammen wir ihn noch weg. Niederrhein-LKW aus dem Gegenverkehr und dann rein in die Olga. In die Olga. Nice. Ich weiß allerdings, dass man das Spiel auch andersrum spielen kann. Wenn man jetzt ja angenommen mal so einen netten Gesetzeshüter hat, ja? Und man überseht den mal kurz. Ach, ich zieh den Ärger nur so an. Los, John, reiß dich zusammen. Dann kann man auch mal gucken, ob man... auf einmal haben die ein SUV hier im Gegenverkehr. Ich muss jetzt allerdings in dem Auto bleiben, sonst habe ich das verloren. Und das habe ich nicht bedacht, denn mein Auto ist schon ziemlich Apfelmus. Schon, dieses Auto würde nie wieder anhalten. War aber auch Zeit, sagt er. Guck mal, da fliegt noch ein Rad von uns. Ja. Gut. Wow. Okay. Es gibt Regeln. Was zockst du denn? Was? Was ich hier zocke? Driver San Francisco steht aber auch in der Beschreibung. Aber okay. So, was stellen wir an, Jungs? Mädels. Mache ich jetzt Tenner-Missionen? Eigentlich ja, ne? Ich meine, ich wollte echt gerne den Käfer finden. Aber ich kenne mich sowas von nicht in der Stadt aus. Kann sein, dass es gleich ein bisschen der klingt gut. Also. Hey, wohnt hier nicht irgendwo dieser süße Typ? Das kann ich dir echt nicht sagen. Kannst du die Rampe fahren? Ja, das ist Gesetz. Wenn ich einen Wagen mit Rampe sehe, muss ich ihn springen. Oh, warte, da war was einzusammeln. Da rechts. Rum, bum, bum, bum. Klack, ich glaube, wenn wir genug davon einsammeln, dann schalten wir Dinge frei. So Special Herausforderungen. Ich glaube, mit dem könnte man echt voll der Popo abhauen. Wollen wir mal versuchen? Was passiert, wenn die einfach die Straßen breiter bauen würden? Ja, richtig. Ich bin hier das Opfer. Hey. Doch, ich habe dich absichtlich gerammt. Warte, der Wagen will nicht, einfach nicht rückwärts fahren, ne? Ich krieg's auch gerade überhaupt nicht hin, überhaupt einen Polizisten zu rammen. Warte mal, das geht in etwa so. Ja. Die wirst du mit Sicherheit kennenlernen, wenn ich es jetzt wieder nicht hinkriege. Die geben nicht auf, die haben gerade erst angefangen.
Okay, jetzt können wir theoretisch... genau, zum Beispiel... Wer braucht meine Hilfe? Ihn nehmen. Und das meintest du eben wahrscheinlich mit vollen Gegenverkehr knallen. Hat leider nicht so geklappt. Sind mir gerade ein bisschen zu viele Polizisten. Oh, hier. Nein, das war zu spät. In die Richtung? Ich habe keinen Überblick. Da ist die Polizei. Okay. Ja, hier. Ich fahre immer sehr präzise drumherum tatsächlich. Okay, ich brauche was, was ein bisschen weiter weg ist, damit ich mehr Anlauf habe. Zum Beispiel ein Dodge. Oh, falsche Straße. Okay. Wieso fahre ich denn die ganze Zeit drumherum? Und ich werde das später im Spiel auch tatsächlich brauchen. Also es ist gar nicht so dumm, das mal ein bisschen zu üben. Zum Beispiel so. Okay, jetzt lass mich mal wieder selbst in Alpha fahren, denn eigentlich habe ich den Gold, weil ich mir sicher war, dass ich damit abhauen kann. Willst du zu spät kommen? Wohin in den Verhörraum? Wir haben gerade echt ein Problem. Wir haben die Polizei hinter uns und die sind eindeutig schneller. Oh, die sind irgendwo hängen geblieben. Das ist gut. Jetzt habe ich keinen Fehler auf Barton. Okay. Oh, da ist ein Bus oder so. Gerade, wo es anfängt, Spaß zu machen. Ja, du fährst ja auch nicht. Ich bin gekommen, sehr schön. Jetzt zeig mir mal endlich ein bisschen Action. Was, ich soll die Action zeigen? Okay. Fährt er nicht mehr? Doch.